Ja, servus, grüezi und hallo, euer Mr. Kiki präsentiert die nächste Style-Veränderungsfolge mit dem Yamaha Genos. Ja, anders wie bei den vorhergehenden Videos bin ich jetzt schon gleich ans Keyboard gegangen, damit wir gleich starten können mit der nächsten Style-Kategorie. Auch hier habe ich wieder zwei wunderschöne Styles ausgesucht für die heutige Folge aus der Kategorie Dance. Und der erste Style, ihr seht es hier, nennt sich Dream Dance. Und wir hören mal rein, wie das Ganze so klingt. Ja, das klingt doch wieder ganz schwungvoll und lädt ein zum Tanzen. Wie kann ich nun diesen Style wieder verändern? Ihr habt das ja in den vorhergehenden Folgen schon gesehen. Natürlich gibt es hier die neuen Slider und ich bin jetzt hier schon direkt in dem Bereich für den Style, um die verschiedenen Parts zu verändern. Das gleiche kann ich mir auch entweder über die Menütaste auf Seite 1 oder ich habe das hier auf der Assemble-Taste Nummer 2, also B, gelegt, das Mischpult, und gehe hier auf die zweite Seite. Und dann kann ich hier irgendwas verändern und ihr seht dann das zeitgleich, wie sich das im Display verändert. Ja. Wie gewohnt, das ist der Originalstyle und wir ändern jetzt mal diesen Style. Dazu empfehle ich meistens bei den Styles auf Main B zu gehen, in seltenen Fällen auch auf Main C. Hier ist aber quasi jede der Rhythmusspuren in Main D aktiv. Anhand dieser kleinen Punkte kann man das auch sehr schön sehen oder auch überprüfbar in der Channel On-Off Seite. Ja, aber wir wollen ja den Style ein wenig verändern, druckvoller machen und da gucken wir uns jede Spur einzeln an. Los geht's mit der Rhythm 1 Spur. Einen kleinen Moment hier drauf gedrückt auf diese gelbe Fläche, die wird dann blau. Und da hören wir jetzt schon mal ein Schlagzeugbeat. Der ist jetzt noch nicht so druckvoll. Den machen wir mal kräftiger. Ungefähr so. Die nächste Spur ist die Rhythm 2 Spur. Da hören wir jetzt dieses Dance-Schlagzeug mit der Bassdrum, der Snare-Drum und das füllt das Ganze natürlich rhythmisch auf. Ich gehe immer dazu gerne in den Master-Bereich und kann dann hier
anhand des Ausschlagspegels sehr gut sehen, wie kräftig dieses Signal ist. Auch hier oben, wenn gewisse Pegelspitzen kommen, ist so ein kleiner oder größerer Ausschlag dieser Anzeige zu sehen. Ich denke, diesen Style kann man erstmal so lassen, diese Style-Spur. So, gehen wir weiter zum Bass. Auch hier wieder empfehle ich bei den Schlagzeugspuren eher nicht. Da reicht eine Taste, aber wenn der Bass kommt, am besten einen Akkord greifen oder verschiedene Akkorde. Den könnten wir vielleicht noch ein bisschen anheben. Ungefähr so. Damit hier oben nur ganz minimal der Ausschlag ist und diese Spur nachher über die Anlage, je nachdem welche Anlage ihr nutzt, eine kleine oder größere Anlage, nicht zu verzerrt klingt. Aber selbst dann lässt sich das noch regulieren. So, weiter zur nächsten Spur, zur ersten Akkordspur, Akkord 1. Ja, da hören wir jetzt einen synthetischen, rhythmischen Ton, der hier die Akkorde, klingt dramatisch, zerhackt, also in einem rhythmischen Muster spielt. Und den heben wir auch noch ein bisschen an. Okay, vielleicht so. So, die nächste Spur, Chord 2. Da haben wir jetzt hier einen Klavierton mit einem schönen Effekt hinterlegt. Und auch das können wir noch ein bisschen lauter machen. Vielleicht so. Ja, die sogenannte Pad-Spur für die Fläche. Auch da haben wir einen Akkord, wo auf den Viertelzählzeiten der Akkord quasi nochmal betont wird. Die Spur würde ich jetzt mal so lassen. Die Phrase 1 Spur. Auch hier gibt es synthetische Klänge, die rhythmisch den Style unterstützen. Auch den lassen wir mal so. Aha. Ja, die Gitarre spielt hier sogenannte Cratching-Noten, also eher so als Effekt zu sehen. Interessanter Effekt, den können wir mal ein bisschen lauter machen. So, wieder alle Spuren angestaltet und wir hören uns das Ergebnis mal an.
Phrase 2 noch ein bisschen mehr. Und vielleicht auch Chord 1 noch ein bisschen mehr. So. Ja, wie gesagt, da hat jeder so seine eigenen Vorlieben, welche der Spuren lauter oder entsprechend leiser sein soll. Oder auch, ob die Spuren einfach aktiv oder nicht aktiv sein sollen. Auch das kann man hier einstellen. Oder eben über die Channel-On-Off-Seite. Und so kann man auch entsprechend die Songs mit diesem Style oder mit jedem anderen Style natürlich auch aufbauen. Dass meinetwegen nur Schlagzeug und Bass anfangen, die Akkordspuren später kommen, die Phrase, Spuren später kommen und so weiter und so fort. Ja, ich denke, das kann erstmal hier so bleiben. Ich speichere das mal ab. Und schon sind wir fertig für den A-B-Vergleich. Zuerst die Yamaha Variante. Ja, das ist die Variante und nun die geänderte, von mir veränderte Version. Ja, und schon haben wir diesen Style entsprechend druckvoll für die Anlage, für die PA-Anlage oder auch nur am kleinen Monitor entsprechend druckvoller gemacht. Okay, der nächste Style. Das ist auch nochmal ein Dance-bezogener Style. Der nennt sich hier Ibiza 2010. Ja, vom Jahr her ist das schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz, auch dieser Style klingt natürlich sehr schön und lädt zum Tanzen ein. Ja, vielleicht das so als kleine Demonstration, wie der Style geklungen hat. Oder besser, wie er klingt, bevor wir in die Veränderung gehen. Ja, dazu wieder die Mixer-Seite und den Bereich Style aufgerufen. Und
In bewährter Montur kann das losgehen mit der ersten Spur. Die Spur schalten wir wieder solo. Und da haben wir jetzt so einen Effekt-Sound, Reverse-Sound würde ich mal sagen, und eine Snare. Können wir vielleicht ein klein wenig anheben. So, wir gucken gleich mal bei der Rhythm 2 Spur. Da ist auch dieser Dance Beat. Auch den hebe ich ein klein wenig an. Genau, damit das schön Druck hat. Weiter geht's mit der nächsten Spur, der Bassspur. Ja, die schlägt jetzt nicht ganz bis zur Mitte aus hier, aber dadurch, dass es ein synthetischer Bass ist, hat er schon ordentlich Druck. Hier würde ich vielleicht die Lautstärke ein bisschen reduzieren. Ungefähr so. Die nächste Spur, Chord 1. Die können wir etwas anheben. Ja, ein sehr schönes rhythmisches Muster. Wir schauen mal, was die Chord 2 Spur hat. Ja, auch synthetische Klänge. Auch hier vielleicht einen kleinen Tuck mehr. So, die nächste Spur ist die Pad-Spur für die Fläche. Ja, die lassen wir mal so. Es gibt ja auch natürlich die Möglichkeit, noch links, also auf die Left-Taste, quasi noch eine Klangfarbe zu legen, um diese Pad-Spur noch weiter zu füllen und das Ganze noch kräftiger zu machen. So, die Phrase 1 Spur. Da hören wir jetzt gerade nichts, weil da wahrscheinlich in den Intros was ist. Oder in einer der anderen Main Spuren. Ah, hier ist im Moment noch nichts drauf. Okay, wir gucken mal hier. Okay. Ah, da ist er. Auch ein bisschen angehoben. Ja, dann bleibt noch eine Phrase, die Phrase 2 Spur. Okay, das klingt, als wenn jemand da kräftig sauber macht im Yamaha Genus. Nein, ist natürlich ein Effektton, den würde ich jetzt hier einfach mal so lassen. Gut, wir hören uns das Ergebnis mal an. Dazu schalte ich wieder alle Spuren aktiv.
und der Bass, den ich ja zurückgenommen habe, hat doch immer noch eine schöne, durchsetzungsfähige Lautstärke. Gut, starten wir mit der Abspeicherung und dem AB-Vergleich. Yamaha. Gleiche nochmal mit der gerade eben veränderten Variante dieses Styles. Streicher wieder mit eingemogelt, aber okay. Ja, das klingt doch sehr druckvoll und lädt auf jeden Fall ein zum Tanzen, zum ja, Schwufen, wie man so schön sagt, eine Kesselsohle aufs Parkett zu legen. Aber es gibt noch einen Bonustipp für euch am fast am Ende dieses heutigen Videos. Kurz abspeichern. Und zwar, das geht bei jedem Style natürlich. Wir haben jetzt hier die Slider behandelt, aber natürlich haben wir auch oben die 6 Drehknöpfe. Und auch da gibt es einen Menübereich, wenn man jetzt hier den Anwahltaster links von den Drehknöpfen wählt, wo hier verschiedene Style-Möglichkeiten sind. Und ja, ich demonstriere mal, was damit passiert, wenn man da so ein bisschen dran rumdreht. Ihr seht, diese eine Geschichte leuchtet auf, sobald der Style eben aktiviert wird. Ja, und ich drehe mal am ersten Knopf. Da kann man schon so Dance-Disco-ähnliche Klangvarianten für den Style machen. Übrigens, ich habe jetzt die Grundeinstellung hier bei den Drehknöpfen auf 12 Uhr. Da ist so eine kleine Einrastung. Das heißt, wenn man da hindreht, bleibt ja, der Drehknopf da so eingerastet stehen. Das sind keine Endlos-Drehknöpfe, wie hier dieses Drehrad. Das heißt, man kann entweder nur nach links oder nach rechts drehen und in der Mitte ist dann der ursprüngliche Wert, so will ich es mal umschreiben.
Ja, bei dem zweiten Drehknopf passiert Folgendes. Die Frage, ob das immer sinnvoll klingt und interessant ist, müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Hier kommt jetzt so ein fast Flanger-ähnlicher Klangcharakter zum Tragen. Ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und ja, am besten einfach ausprobieren. Der dritte Knopf, das ist auch noch eine ganz interessante Sache. Ja, hört es euch einfach mal an. Ja, da kann man diese typischen Dance-Verdopplungen Vervielfältigung des Styles zu machen, wenn man ziemlich nach rechts rumdreht. Links ist das Original. Und dann klingt es wie Maschinengewehr Feuer. Und die rhythmische, damit das im Style, in dem Tempo wieder losgeht, das muss man natürlich vorher genau ausprobieren. Damit dieser Effekt, also nicht die ganze Zeit über machen, damit das wieder sinnvoll und musikalisch klingt. Zum Beispiel so. Ja, außer dass über die Channel-On-Off-Funktion, ich zeige das hier nochmal kurz, die einzelnen Spuren an- und ausgeschaltet werden können, gibt es die Möglichkeit, das auch hier mit den beiden nächsten Drehreglern zu machen. Das kann auch sehr interessant klingen. Dann haben wir hier zum Beispiel nur das Schlagzeug. Da kommt dieser Effekt mit dazu. Als nächste Einstellung oder Drehmöglichkeit ist der Bass mit dabei. Und so kommen immer mehr Instrumente hinzu. Wenn man ganz nach rechts dreht, dann ist wieder die Originalbegleitung. Der vorletzte Knopf ist so ähnlich aufgebaut. Betrifft aber mehr die Begleitspuren zuerst. Hier natürlich immer mehr von den Instrumenten dazu. Bis man ganz rechts rumgedreht hat, dann ist der komplette Rhythmus wieder zusammengesetzt aus den einzelnen Teilen. Ja, der letzte Drehknopf, Nummer 6, da kann man zum Beispiel auf das Schlagzeug den Effekt verändern. Oder den Effekt auch ganz rausnehmen.
Die entsprechende Einstellung lässt sich natürlich auch abspeichern, wenn ihr sagt, okay, ich will nicht den ganzen haben, ich will nur hier so ein bisschen. Meinetwegen sowas haben. Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie der Vortrag mit diesem Style und diesen Style-Drehknöpfen verändert werden kann, live, während ihr spielt. Aber bitte, bitte vorher ausprobieren, nicht, dass ihr mitten im Spiel überrascht werdet, allein hier durch diese Geschichte. Das ist, ganz wichtig, dass ihr das vorher ausprobiert. Und schon sind wir wieder am Ende des heutigen Videos. Das nächste folgt natürlich in Kürze. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit, natürlich nicht mit einem Husten, wenn ihr wieder mit dabei seid. Für heute sagt euer Mr. Key, bye bye, alles Gute und Servus.